Ja, nicht viel anders als jetzt vor dem Spiel in Freiburg oder jetzt. Er hat immer seinen Job gemacht, hat uns immer eingestellt, so gut wie er es für richtig gehalten hat. Und natürlich werden wir alle an Ergebnissen gemessen. Und wenn die natürlich nicht so gut sind, dann werden auch Entscheidungen kritisiert. Und heute war es gut, also war heute auch der Trainer super. Also. Aber es heißt Energie, man interpretiert natürlich dann auch Energie, wenn das Ergebnis in die richtige Richtung läuft. Aber wir haben natürlich schon aus einer guten Struktur gespielt, wir haben die auch ganz selten verlassen. Also sagen wir mal, das, was der Trainer in Freiburg zu Recht bemängelt hat, obwohl wir da unbedingt dieses 1-0 umbiegen wollten, aber dann schon aus unserer Struktur rausgekommen sind und du kannst halt nur aus einer guten Struktur wiederholt Angriffe fahren, planbare Angriffe fahren. Und der zweite Teil der Wahrheit ist natürlich, dass jetzt Lazio Rom auch nicht in ihrem besten Moment in der Saison gerade hier angekommen ist. Und ich erwarte mir schon von so einem Champions League Heimspiel, dass wir da auf jeden Fall Chancen haben, um Tore zu machen, egal wer der Gegner ist. Und heute haben wir die Dinge halt dann früh genug auch weggemacht. Das haben wir in Rom in der ersten Halbzeit zum Beispiel noch nicht geschafft.